guten Morgen oder guten Mittag aus Rosario. Wir sind in der nächsten Stadt angekommen, 4 Stunden von Buenos Aires mit dem Bus gefahren und sind jetzt hier in dem Park angekommen. Das ist der größte der Stadt und wir wohnen hier auch ganz in der Nähe, also quasi 2 Straßen weiter. Ja, und wir nehmen euch mit, die nächsten 3 Tage sind wir hier, freuen uns auf die Stadt und schauen, was die zu bieten hat. Und hier ist auch direkt ein Rosengarten hier auf der linken Seite. Und hier zu rechten auch, wie in Buenos Aires. Ja, ihr Lieben, so wie es gestern aufgehört hat, so geht es heute weiter. Was ihr nicht mitbekommen habt, wir haben gestern Abend in Buenos Aires noch unser 4. Spiel geguckt, weil der Niklas sich hier ja so freut. Und jetzt gerade haben wir für das 5. Spiel das Ticket gekauft. Für heute Abend. Und zwar spielt hier, das ist auch echt ein geiles Spiel, spielt hier Newell's Old Boys gegen River Plate, also echt gegen einen sehr großen Verein. Da haben wir gerade noch 2 Karten bekommen, mussten hier länger warten, aber ja. Und das ist natürlich ein Traum für den Herren ja. Hier. Ja, ich bin gerade allein unterwegs und zwar ja, ein bisschen blöd gelaufen gestern. Wir sind gestern hier zu zweit mit der Ira gemeinsam hier in Rosario alles abgelaufen, haben auch alles aufgenommen. Aber dann ist uns nachmittags die Speicherkarte leider kaputt gegangen, so dass alle Aufnahmen weg waren. Jetzt ist es hier 8 Uhr morgens, habe ich gesagt, komm, ich laufe jetzt nochmal hier alle Punkte kurz ab, um die aufzunehmen. Und Ira ist zu Hause, macht sich fertig und dann können wir heute den letzten und 3. Tag hier in Rosario genießen. Schaut mal, da unten seht ihr schon den Fluss Paraná. Da gehe ich gleich auch nochmal runter, mache ein paar weitere Aufnahmen. So, und hier brennt auch schon das Feuer. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Und das hier ist das, ja, das berühmteste Denkmal quasi in Rosario. Und zwar seht ihr hier wirklich ganz viele argentinische Flaggen schon rechts und links. Und das Monument hier vor uns ist das Monumento a la Bandera, also das Denkmal an die argentinische Nationalflagge. Und das wurde zu Ehren von Manuel Belgrano errichtet. Der war nämlich der Schöpfer der argentinischen Flagge. Das ist echt ein sehr historischer und auch schöner Platz hier. Und vor mir an der Hauswand hier seht ihr jetzt hoffentlich das riesige, ja, Wandbemalung von Lionel Messi. Und der wird ja nicht in ganz Argentinien natürlich verehrt, sondern hier auch ganz besonders bei Messi. Ist hier in Rosario geboren und da sieht man auch ganz, ganz viele, ja, Street Art oder auch Wandbemalungen wie jetzt hier von ihm. Das ist die größte auf jeden Fall mit Abstand. Da sind die Einwohner Rosarios auf jeden Fall sehr stolz drauf. Und noch eine weitere bekannte Persönlichkeit wurde hier geboren und zwar Che Guevara. Sein Haus, wo er geboren wurde, existiert auch noch, aber da werden wir es jetzt heute nicht mehr hinschaffen. Und hier vor dem Monument sind auch die Zebrastreifen in den Farben der argentinischen Nationalflagge gefärbt. An jeder Ecke. Ich bin jetzt hier an der Promenade, also am Ufer vom Rio Paraná angekommen. Und der Fluss hier ist der zweitlängste in Südamerika mit 4800 Kilometern Länge. Der längste Fluss ist natürlich der Amazonas. Das ist ja auch einer der 7 Naturweltwunder, die wir noch auf unserer Reise sehen. Ich hoffe, Ira ist mir jetzt nicht böse, dass ich das aufgelöst habe, aber es gibt ja noch ein anderes Naturweltwunder, was wir sehen, und ein richtiges, in Anführungszeichen, Weltwunder. Das darf die Ira dann auflösen. Interessant ist auch,
dass wir gestern hier ein paar schöne Aufnahmen machen konnten im Fluss, als hier Containerschiffe langgefahren sind. Jetzt sehe ich gerade leider keine hier. Aber der Fluss wird auch wirklich für den Warenverkehr noch genutzt. So, die Ira ist wieder dabei. Hallo. Und zwar, jetzt gehen wir hier gerade an der Hauptstraße lang. Heute ist ja der letzte Tag. Wir machen uns heute einen ruhigen, gehen Kaffee trinken. Und hier vorne, schaut mal, vielleicht seht ihr das, Kuhstall. Die Deutschen sind auch hier. Deutsches Lokal zum Bier trinken. So, jetzt gibt es erstmal einen leckeren Kaffee und wir haben uns eine Kleinigkeit zu essen dazu bestellt. Genau, das sind nämlich hier Media Lunas. Und Media Luna würde übersetzt bedeuten, einfach Halbmond, aber das wird hier als Synonym für Croissants überall in Argentinien benutzt. Da waren wir auch erst überrascht. Der Unterschied zwischen normalen Croissants und denen ist nämlich, dass die süß sind und normale Croissants gibt es hier aber auch. So, zum Abschluss des Rosario-Treffs noch etwas Sportliches hier. Genau. Wir paddeln auf dem kleinen See oder Teich. Kapitän Ira hat alles unter Kontrolle. Noch. Und hier sind auch ein paar Schildkröten hier vorne. Wir verabschieden uns jetzt. Genau, es war eine schöne Zeit hier. Zwei schöne Tage haben wir verbracht, sehr entspannt. Ja, hat auch gereicht. Ja, war eine schöne kleine Stadt. Und für uns geht es dann morgen früh weiter mit dem Bus nach Córdoba. Dauert etwa 7 Stunden und da freuen wir uns drauf. Genau. Macht es gut. Ihr Lieben, wir sind angekommen in Córdoba. Hallo zusammen. Wir stehen hier vor unserem Haus und hier vorne, das hier ist unser Balkon. Und ja, wir erkunden jetzt mal die Stadt. Haben jetzt 17 Uhr, aber noch nicht mal. Und haben jetzt heute noch den halben Tag Zeit quasi. Und ja, wir freuen uns, auf jeden Fall die Stadt zu erkunden. Ja. Also wir sind hier im Studentenviertel, beziehungsweise hat die Stadt sehr viele Unis. 7 Stück insgesamt und deswegen ganz viele junge Leute unterwegs, noch sehr, sehr viele Bars. Córdoba ist auch bekannt für seine vielen Kirchen. Das ist direkt die erste, die wir hier sehen. Und zwar ist das die Iglesia del Sagrado Corazón. Die sieht auch wirklich schön aus. Gucken wir uns gleich mal drinnen an. Die Fenster hier sehen auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also das ist echt eine der schönsten Kirchen, die wir bis jetzt gesehen haben. Auch mit den ganzen Figuren hier unten in jeder Etage quasi. Also ist echt sehr beeindruckend. Ja, hier ist auch ein kleiner Fluss in Córdoba, aber gut, wir haben ja jetzt Sommer, deswegen ist hier kaum Wasser drin. Wir stehen jetzt hier am Plaza San Martin und hier gleich zur rechten Seite haben wir eine echt schöne Kirche. Und wir stehen jetzt hier an der Hauptkathedrale und die ist echt richtig schön. Wir stehen jetzt hier vor der Kirche, vor der Kathedrale und ganz interessant ist auch, hier auf dem Boden ist die Abbildung der Kirche nochmal eingezeichnet. Echt cool aus. Hier lässt sich auch die Spiegelung wiederfinden am Boden.
Yo no sabía que lloraba por él. Sé que se fue aquel día y no lo volviste a ver. Y el mar de lágrimas se torna en tus ojos cuando te acuerdas de él. Y es que no existe remedio que sirva. Und hier ist heute vor der Kathedrale ein Impfbus. Also es ist hier so, ganz kurz zu Corona, ist auf jeden Fall ein bisschen lockerer hier in Argentinien. Das hat aber auch die Begründung, dass es hier 7 Monate einen komplett harten Lockdown gab. Genau. Die Leute alle zu Hause waren, ja. Und mittlerweile schon, ganz entspannt. Also genau. Alles geöffnet, habt ihr auch gesehen, die Stadien sind voll. Also ist das Thema eigentlich auch schon hier fast vom Tisch. Ich glaube, die Älteren werden hier noch ein bisschen geimpft. Genau, bei der 4. Impfung im Moment. Genau. Wir sind jetzt hier einen leckeren Kaffee trinken, gleich im Zentrum, und ganz interessant, hier steht jetzt auch, man soll keine Wertsachen hier auf den Tisch legen, also auch hier wieder ein bisschen Achtung geboten, und zwar probieren wir jetzt hier wieder was Einheimisches, was wir auch schon mehrmals in Argentinien bis jetzt probiert haben. Genau, hier gibt es nämlich Alfajores, die sind es ist mit Schokolade überzogen, von innen nochmal gefüllt mit Dulce de Leche, das ist hier ja so eine Art Karamellcreme, die aber nicht so wirklich Karamell ist. Und Córdoba an sich ist sogar bekannt für Schokolade. Das ist die Hauptstadt hier von den Alfajores. Wir sind jetzt hier in einem Laden nur für Alfajores und Ira ist ganz begeistert. Ich bin total glücklich hier, Leute. Gucken wir mal, was wir uns hier Leckeres holen. So, 4 Stück haben wir uns geholt. Weiße Schokolade, dunkle Schokolade, Blätterteig und was noch? Und Blätterteig irgendwie mit Schoko. Hier noch einen Kaffee dazu und jetzt sitzen wir hier am Fluss, genau. Und probieren mal einen. Nicht alle 4. Und zwar sehen die so aus, das sind dann 3 Lagen mit Dulce de Leche in der Mitte oben, dann die Schicht und unten in der Mitte ist dann so ein Keks. In dem Fall Blätterteig. Und in dem so lecker. Ja. Und das ist der typische Alfajor mit dem Teig, einmal die Böden und innen drin die Dulce de Leche. Total lecker. Wir sind jetzt hier im Park Sarmiento angekommen und vor uns Riesenrad. Es sieht aber irgendwie abgebrannt aus. Das hier ist sogar ein öffentliches Schwimmbad, hat aber jetzt zu, leider noch. Sonst wären wir bestimmt bei der Hitze einmal reingesprungen. Córdoba ist ja mit 1,1 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt hier in Argentinien. 150.000 davon sind Studenten. Und es fühlt sich aber hier gar nicht so an. Also es ist schon relativ ruhig. Se abrió cuando se fue.